Moin. Heute möchte ich mal eine Bibliothek von Nahat Sriboš oder wie auch immer er ausgesprochen wird vorstellen. Ist ein korrekter Typ, hat mir auch damals bei meiner Sensorbibliothek für Spike Prime und so weiter geholfen. Und er hat jetzt eben eine Bibliothek entwickelt, um die Hubs, also den Hub aus dem Router-Inventar und den Hub aus Spike Prime über Bluetooth oder Energy miteinander zu verbinden. Dafür muss man Python benutzen und diese Bibliothek hier. Allgemein ist die Seite ganz cool, hier gibt es auch eine Dokumentation zu allen möglichen Sachen. Aber die Bibliothek hier macht das halt relativ einfach, die beiden Hubs miteinander kommunizieren zu lassen. Wie das alles genau hinhaut, das wird hier unten auch noch weiter beschrieben. Ich werde heute nur so die absoluten Basics zeigen. Und als allererstes können wir hier die Datei öffnen. Das ist eine ganz schlaue Methode, finde ich, um Bibliotheken auf den Hubs zu installieren. Die Bibliotheken werden nämlich nicht normal auf den Hub hochgeladen, sondern das hier ist quasi ein Skript und das Skript schreibt die Bibliothek dann in eine Datei. Eine ganz coole Art, um das Ganze anzuwenden, muss man dann nicht viel mehr wissen. Ich verbinde jetzt einfach nochmal kurz den Hub und schon kann man das Ganze hier runterladen. Aber noch zwei Anmerkungen. Erstens sollte man sicherstellen, dass der Hub hier in dem Download-Modus ist und nicht in dem Streaming-Modus. Und außerdem funktioniert das Ganze hier nur mit der Spike Prime Software. Das heißt, das funktioniert auch mit dem Router-Erfinder-Hub, aber du musst dann den Router-Erfinder-Hub mit der Spike Prime Software fernsteuern oder programmieren. Und dementsprechend musst du eben diese Spike Prime Software hier nutzen, auch wenn du den Router-Erfinder benutzen möchtest. Aber das können wir dann hier einfach ausführen. Und schon wird das Ganze installiert. Ging auch relativ schnell. Um das Ganze auszuprobieren, gibt es noch Beispiele, die findet man hier auch und dann kann man eben darauf basierend weitermachen. Ich werde dann gleich das Beispiel zeigen und dann sehen wir uns gleich nochmal. Da sind wir auch schon wieder. Auf dem linken Hub ist das Host-Beispiel, auf dem rechten das Child-Beispiel und ich würde sagen, dann starte ich die Hubs einfach mal. Die haben keinerlei physikalische Verbindung oder so. Also es findet wirklich alles nur über Bluetooth statt. Erstmal muss, glaube ich, das Host-Programm gestartet werden. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das war, glaube ich, so. Und jetzt sind die verbunden. Das heißt, ich kann hier irgendwelche Tasten drücken, um dann auf dem linken Hub die Uhr zu bewegen. Oder auf dem rechten Hub kann ich die Uhr bewegen, indem ich auf dem linken Hub-Tasten drücke. Der Download-Link für die Bibliothek wird in der Videobeschreibung sein. Dann kannst du dir das auch mal selber angucken. Das Ganze benötigt allerdings Python-Kenntnisse und ich denke, dass ich da nicht allzu viel bei helfen kann, wenn da Probleme auffallen oder auftreten. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen hilfreich. Bis hierhin auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.